In der öffentlichen Diskussion über den deutschen synodalen Weg außerhalb der Synodalversammlung, das heißt außerhalb der Vollversammlung des deutschen synodalen Weges, gab es immer im Wesentlichen zwei Pole. Auf der einen Seite waren es die deutschen Synodalbischöfe, also Leute wie Bischof Betzing, Bischof Dieser, Bischof Overbeck, Kardinal Marx, die stets den synodalen Weg verteidigt haben und als Lösung für die Krise der katholischen Kirche in Deutschland und auf der ganzen Welt präsentierten. Auf der anderen Seite war es der Vatikan, der stets intervenierte gegen die Segensfeiern, gegen die Laienpredigten, gegen den Synodalen Rat etc. Das waren meistens die Dikasterien, aber auch sehr oft Papst Franziskus selbst. Das waren die beiden Pole und zwischen diesen beiden artikulierte sich die ganze Diskussion über den deutschen Synodalen Weg. In dieser Diskussion fehlte eine ganz wichtige Stimme, und zwar die der Bischöfe, der deutschen Bischöfe, die gegen den Synodalen Weg sind. Also Bischof Hanke, Bischof Oster, Bischof Voderholzer und Kardinal Wölki. Sie haben sich zwar schon geäußert in der Synodalversammlung, sie haben Dinge gepostet auf ihren Internetseiten, aber sie haben sich wenig beteiligt an dieser Meinungsschlacht, die in den Medien, in den Zeitungen, im Fernsehen stattfand. Nun wird dieses Defizit etwas ausgeglichen. Neulich hat sich sehr deutlich geäußert Bischof Oster, nun Kardinal Wölki, und zwar in einem Kurzvortrag vor der Vollversammlung des Diözesanrates des Erzbistums Köln. Und zwar, er sagt ganz klar, welche Entscheidungen des Synodalen Weges werden kurz-, mittel- oder langfristig im Erzbistum Köln umgesetzt. Ich werde hier nur einige wenige Zitate bringen aus diesem Vortrag. Sie können das komplett lesen auf der Internetseite des Erzbistums Köln. Kardinal Wölki sagt ganz deutlich, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich auch mit der Stimmung, die zeitweise auf den Vollversammlungen herrschte, zumeist gefremdelt habe. Meinem Empfinden nach war die leider nicht immer sehr synodal. Wenn bei den sogenannten deutschen Synodalen Weg aber beispielsweise die Wortmeldung einer Synodalen, ohne dass sie überhaupt schon irgendetwas inhaltlich gesagt hätte, mit roten Karten begleitet wird, dann widerspricht das einer solchen Synodalität diametral. Und das konnte man sehen auf den Livestream des Synodalen Weges. Ja, da wurden die Konservativen, die glaubenstreuen Katholiken total gemobbt, die wurden richtig psychologisch fertig gemacht. Sie hatten sowieso kaum eine Chance, weil natürlich wurde da eine Pseudomehrheit gebastelt, ja, durch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Das war sozusagen sowieso schon völlig linkskatholisch dominiert. Und die paar Leute, die man da eingeladen hat aus dem glaubenstreuen Lager, quasi als Alibi, ja, damit man sagen könnte, ja, dieser synodale Weg hat doch irgendwie eine gewisse Repräsentation des deutschen Katholizismus. Diese Leute wurden außerdem noch völlig gemobbt und platt gemacht, sodass sie schließlich nicht mehr dahin gegangen sind. Das riss Gräben auf, sagt Kardinal Wölki, zumindest für mein Empfinden, es polarisierte. Manch Synodale hat die Vollversammlung verlassen. Das Ergebnis dessen ist allenthalben sichtbar. Ich habe den Eindruck, unsere Kirche in Deutschland ist mehr denn je polarisiert. Und da sehen Sie, Kardinal Wölki ist noch relativ schüchtern, also er könnte natürlich viel deutlicher das sagen. Selbstverständlich hat das Ganze total den deutschen Katholizismus polarisiert. Es ist nicht nur ein Eindruck von Kardinal Wölki, es ist eine Tatsache, die wird auch von sehr vielen Beobachtern auch konstatiert. Und so sagt er weiter, jetzt geht es jetzt um den sogenannten Synodalen Ausschuss, warum er da sich nicht beteiligt hat, warum er auch diesen nicht finanziert. Das erläutert er ausführlich in seinem Vortrag und er sagt dann Folgendes. Das Ganze ist eine riesige Gefahr für die Einheit mit der Weltkirche. Er sagt, in Rom ging es während dieses Gespräches, er meint jetzt den Ad Limina-Besuch im November 2022, wo es ja wirklich sehr, ja, sehr polemisch ging in den ganzen Diskussionen. In Rom ging es während dieses Gesprächs jedoch auch um viele weitere theologische Fragen neben dem Synodalen Ausschusses, die man dort kritisch beurteilte. In diesem Kontext wurde schließlich sogar thematisiert, ob der synodale Weg nicht generell unterbrochen bzw. abgebrochen werden sollte. Das heißt, ein Moratorium
zu errichten wäre. Ja, das ist interessant, er bestätigt das nochmal, darüber hat man damals gehört, es gab so gewisse Stimmen, das wurde sogar danach auch bestätigt, aber wir sehen jetzt hier, wie wichtig eigentlich, also wie bedeutend eigentlich diese Idee eines Moratoriums, das heißt, dass man das Ganze erstmal beendet und später weitermacht, eigentlich da in diesen Gesprächen beim Ad Limina Besuch, also beim Besuch der deutschen Bischöfe in Rom, aufgeworfen wurde. Das heißt, dass man sagte, okay, das Ganze ist so katastrophal, wir sollten das Ganze erstmal stoppen. Aber die deutschen Bischöfe haben ganz klar gesagt, nein. Möglicherweise wäre es am besten gewesen, dass damals die Bischöfe, die gegen den deutschen synodalen Weg waren, eigentlich tatsächlich dann an die Öffentlichkeit gegangen wären mit einem Manifest und gesagt haben, also dieser deutsche synodale Weg ist ein Weg in ein Schisma und in eine heretische Nationalkirche. Also einen großen Warnruf an alle deutschen Katholiken. Die meisten deutschen Katholiken wissen oder wussten damals zu diesem Zeitpunkt gar nicht richtig, was dieser synodale Weg war. Denn was jetzt die ganze Medienpräsenz des synodalen Weges anbelangt, war das Ganze ziemlich gescheitert. Das ist weder Kardinal Marx noch Bischof Betzing ist es gelungen, dass sich die deutschen Katholiken eigentlich für diesen synodalen Weg so richtig interessieren. Ja, aber das hat sie natürlich auch geschützt. Möglicherweise deshalb sind auch diese ganzen Dokumente so heretisch geworden, wie sie dann schließlich geworden sind. Ja, ich glaube, damals hätten die Bischöfe, die gegen den synodalen Weg waren, ja, also die vier genannten, aber möglicherweise weitere, also Leute wie Bischof Neumar, Bischof Ippold, die hätten damals wahrscheinlich, ich glaube, an die Öffentlichkeit gehen sollen und sagen, pass auf, dieser synodale Weg muss gestoppt werden, weil der synodale Weg ist ein heretischer Weg in eine schismatische Kirche. Und so sagt er später, deshalb halte ich auch eine Mitfinanzierung dieses Ausschusses für nicht opportun. Ja, er gibt dann die ganze Erklärung, die wir schon kennen. Der Papst hat sich geäußert, die Kastilien haben sich in diesem Brief vom Januar 2023 geäußert. Ganz klare Bedenken, das geht nicht. Ein solcher synodaler Rat ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das wurde jetzt auch nochmal bekräftigt und bestätigt durch diesen letzten Brief von Papst Franziskus an die vier deutschen Damen, die ja tatsächlich damals Mitglieder waren des synodalen der Synodalversammlung und eben aus Protest nicht mehr an der letzten Synodalversammlung teilgenommen haben. Haben wir hier schon mehrmals besprochen. Und so sagt er, bisher kann ich allerdings nicht erkennen, dass den Einwänden des Papstes sowie seiner Präfekten diesbezüglich Rechnung getragen würde. Und das sagen auch die ganzen Kommentatoren in Zeitungen, dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das heißt der Koorganisator des Synodalen Weges, sind diese ganzen Stellungnahmen aus dem Vatikan völlig egal. Und Bischof Betzing und die ganze deutsche Bischofskonferenz haben sich bis heute zu diesen letzten Stellungnahmen von Kardinal Staatssekretär Parolin, wie auch die der Brief von Papst Franziskus überhaupt nicht geäußert. Das ist denen völlig egal. Und deshalb ist es sehr gut, dass Kardinal Wölki jetzt an die Öffentlichkeit geht und sagt, also so geht das überhaupt nicht. Ja. Der synodale Weg ist im Grunde inzwischen eine Geschichte, die nur völlig eingekapselt tagt, ja, auch außerdem nur abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Ja, und sie reagieren überhaupt nicht mehr auf die ganzen Stellungen aus dem Vatikan und aus der ganzen Kritik, die von überall kommt. Ja, aus Polen, aus Deutschland etc. Das wird alles irgendwie abgeschmettert. Das jegliche Kritik wird völlig ignoriert und quasi als blasphemisch angesehen. Also ich finde es sehr gut, dass der Kardinal Wölki nun sich hier öffentlich positioniert hat. Man hätte sich natürlich gewünscht, dass er sich noch viel deutlicher positioniert. Aber er steht natürlich ziemlich mit dem Rücken gegen die Wand. Ja, er wird natürlich unglaublich angegriffen. Und deshalb nehme ich an, dass er noch sehr eingeschüchtert ist von diesen ganzen Angriffen auf ihn. Ja, aber hoffentlich wird es weitere Stellungnahmen geben, die sich sehr deutlich zum synodalen Weg und insbesondere, um mal tatsächlich ganz klar sagen, der synodale Weg ist schismatisch und ist heretisch. Solche Wörter vermisst man noch in diesen letzten Stellungnahmen. Vielen Dank.